Wenn du einen Wasserkocher hast, dann solltest du dieses Teil unbedingt immer in deinen Wasserkocher werfen. Was es damit auf sich hat und was die unglaublichen Vorteile davon sind, erfährst du in diesem kurzen Video. Doch bevor du sie in deinen Wasserkocher wirfst, musst du noch eine wichtige Sache machen. Denn wenn du Kalkablagerungen in deinem Wasserkocher hast, solltest du diese zuvor entfernen. Und auch dafür zeige ich dir jetzt einen wirklich genialen Geheimtipp. Denn bei meinem Wasserkocher kannst du sehen, dass hier schon ziemlich starke Kalkablagerungen unten am Boden sowie auch an der Scheibe zu sehen sind. Und diese bekommst du wirklich schnell und einfach entfernt und das ohne einen unangenehmen Geruch. Dafür musst du nur so viel Wasser in den Wasserkocher geben, dass alle mit Kalk bedeckten Stellen einmal vom Wasser abgedeckt sind. Jetzt brauchen wir dann dieses weiße Granulat. Dabei handelt es sich um Zitronensäure, denn Zitronensäure ist ein wirklich guter Kalkentferner. Gib ungefähr 3 Esslöffel mit in deinen Wasserkocher und jetzt musst du nur noch warten, denn du kannst dem Kalk dabei zusehen, wie er sich auflöst. Du solltest dafür allerdings kein heißes Wasser verwenden, denn dann bildet sich Calciumcitrat, welches noch schwerer zu lösen ist. Deshalb sollte kaltes Wasser hier komplett ausreichend sein. Und bereits nach ungefähr 20 Minuten wirst du sehen, dass der Wasserkocher wieder komplett frei von Kalk ist. Die Zitronensäure bekommst du übrigens auch bei mir im Shop, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Alles, was du jetzt noch machen musst, ist den Wasserkocher einmal auszuspülen. Und schon kannst du ihn wieder verwenden wie vorher auch. Je nachdem, wie kalkhaltig das Wasser in deiner Umgebung ist, kommt es eben immer wieder dazu, dass sich Kalkablagerungen im Wasserkocher breit machen. Doch nicht, wenn du diesen Ring mit dazu wirfst. Alles, was du tun musst, ist, diesen in den Wasserkocher zu werfen und hier einfach drin liegen zu lassen. Denn dabei handelt es sich um einen Edelstahlring. Dieser zieht Kalkablagerungen magisch an und daher werden sie nicht mehr im Wasserkocher selber zu finden sein, sondern nur in diesem Ring, den du auch regelmäßig reinigen kannst. Auch diesen verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt noch 8 weitere geniale Reinigungstricks kennenlernen möchtest, die fast niemand kennt, aber jeder kennen sollte, dann klicke unbedingt auf das Video, welches du jetzt im Bildschirm siehst.